Hallo und herzlich willkommen in meinem Musikzimmer zur heutigen Musikstunde. Wir lernen heute zwei Akkorde, den F-Akkord und den dazugehörenden Spannungsakkord oder auch Dominant-Sept-Akkord genannt, den C7. Wer mitspielen möchte, kommt her an die Tasten. Akkorde sind immer mehrere Töne. Sie können gleichzeitig oder sie können nacheinander gespielt werden. Der F-Akkord beginnt mit dem Grundton F. Der übernächste ist das A und nochmal der übernächste ist das C. Meistens spielen wir Akkorde mit der linken Hand und die rechte Hand spielt die Melodie. Deshalb spiele ich jetzt die Akkorde mit der linken Hand. F, A, C spiele ich mit Finger 5, 3 und 1. Ich kann gleichzeitig spielen. Ich kann auch nacheinander spielen. Ich kann auch abwärts spielen. Das ist alles F-Akkord. Oder ich kann Muster machen, ich spiele den unteren Ton und die beiden gleichzeitig. Bestimmt kennen Sie das aus anderen Liedern. Der Spannungsakkord, der zum F-Akkord gehört, ist in allen Tonarten immer gleich. Nämlich der tiefste Ton geht einen Halbton abwärts. Der mittlere Ton geht einen Halbton aufwärts und der obere Ton bleibt, sodass der C7 gespielt wird mit den Tönen E, B und C. Beachte, dass ich die Finger 5, 2, 1 nehme. Also, ich kann wieder gleichzeitig spielen, ich kann wieder aufwärts spielen. Ich kann abwärts spielen und ich kann Muster spielen. Ich mache die mal weg. Und meistens kommt danach wieder der Grundakkord, also der F-Akkord. Ich zeige es euch nochmal ohne die Murmeln. Der F-Akkord. Der C7, der kleine Finger geht den Ton runter, statt im dritten spiele ich den zweiten und der Daumen bleibt auf dem gleichen Ton. Und wenn ich wieder zurückgehe zum F-Akkord, geht der kleine Finger zurück zum F und ich spiele den dritten anstatt dem zweiten und der Daumen bleibt wieder auf dem C. Also, in den meisten Liedern kommt ein Muster vor, F, dann C7, der kleine geht den Ton runter, 2, 1 und meistens gehen wir dann wieder zurück nach F. Wenn du das verstanden hast, dann mach ein paar Mal die Akkordwechsel, wenigstens nacheinander, sodass du sie findest, ohne hinzuschauen. Jetzt zeige ich euch noch, wie die Akkorde in Noten aussehen. Hier oben seht ihr die Tasten. Das ist der F-Akkord. Beachtet, hier sind die schwarzen Drillinge. F, A, C mit 5, 3, 1. Und der C7-Akkord. Schreibt nochmal hin. F, C7 mit E, B, das sieht man schlecht. Und C mit den Fingern 5, 2, 1. Die Akkorde, die wir gerade gespielt haben, sehen in den Notenlinien so aus. Der F-Akkord, da liegt das F im Bassschlüssel auf der vierten Linie von unten, der übernächste, das A und das C auf der Hilfslinie. Für den C7 geht, wie gesagt, das F mit dem kleinen Finger geht man zum E. Der mittlere Ton A geht einen Halbton höher zur schwarzen Taste B und der obere Ton C bleibt, sodass im Notenbild der C7 so aussieht. E, B, C. Man muss die Töne nebeneinander schreiben, auch wenn sie gleichzeitig gespielt werden, weil die Notenköpfe sich sonst verklumpen würden. Kein Lied hört mit dem C7 auf. In fast allen Fällen geht man zurück zum F-Akkord. Ihr seht, der obere Ton bleibt, das C, der
Das B geht wieder zum A und der tiefe Ton E geht zurück zum F, sodass wir wieder haben F, A und C. Spiele die Akkordwechsel mehrmals nacheinander, wenn möglich, sodass du nicht auf die Tasten schauen musst. Wenn dir die Akkorde im Tastenbild und im Notenbild geläufig sind, dann spiele sie ein paar Mal, möglichst, dass du nicht auf die Finger schauen musst. Und wenn du das kannst, bist du jetzt bereit, Lieder zu spielen. Schau mal, hier oben ist ein Vorschlag. Hier oben. Ich sage für heute Tschüss und Happy Playing. Bis zum nächsten Mal.